Ja, liebe Leute, keine Corona-Panik, haltet euch einfach an die Empfehlungen der Behörden. Zum Beispiel kein Händeschütteln. Es gibt ja Begrüßungsrituale in der Schweiz, die durchaus noch in Ordnung sind und auch erlaubt. Also zum Beispiel Ellbögeln, sich bekreuzigen, Hitlergruß. Was ist das? Das ist die satirische Nebennote. Die hat eine Bedeutung? Satire, nicht lustig, aber wahr. Das geht übrigens auch nicht. Fasst euch nicht ins Gesicht. Und wenn ihr müsst husten oder niessen, dann bitte in ein Nasentuch rein oder wenigstens in die Armbeuge. Möglichst in die eigene. Und das? Der ironische Unterton. Nicht ganz ernst gemeint, sehr wahrscheinlich. Ja, haltet Abstand, so wie Philipp und ich machen es mit diesen Viren. Wie mit den Flüchtlingen auf Lesbos. Einfach nicht reinlassen. Die Hände waschen richtig gut. Macht es für die Alten. Das ist einfach für die Alten, die sind gefördert. Und der Virus ist viel, viel tödlicher als irgendein Grippe. Und der Berset muss sich ja jetzt entscheiden, als welcher Gesundheitsminister das er in die Geschichte gehen will. Als der, der die Epidemie im Griff hatte. Oder der, der aus Versehen gerade noch geschwind das AHV-Problem gelöst hat. Ironie wiederum, denke ich. Nicht ganz ernst. He. Ja, so ein Virus ist eben ein wie der Lawinentanz damals in der Schule. Gell? Zuerst hat es hübscheste Pärchen getanzt, oder? Zwei Leute. Nach 20 Sekunden haben sie jemand Neues geholt. Vier Leute, dann 16 Leute, 32 Leute, 64 Leute, 828 Leute. Und irgendwann hat es so viele Leute aus dieser Tanzbühne, dass die zusammengekracht ist. Und genau das passiert mit unserem Gesundheitssystem. Wenn wir die Kurve nicht ein bisschen abflachen. Und alles ein bisschen easier nehmen. Ein bisschen locker. Nicht rausgehen, wenn man nicht muss. Nicht arbeiten, wenn man nicht muss. Macht es wirklich nicht wie das Desinfektionsmittel. Tönt lieber nicht ausgehen. Außer vielleicht, wenn wir zwei noch im Theater spielen.